Weißt du, was mir jetzt auch interessieren würde? Kann ich vielleicht sogar was aufwerten? Das wäre mega. Ja, das. Ja, da fehlt halt dann natürlich die ein oder andere Spezialfähigkeit, aber sonst, sagen wir hier, dass ihr da vielleicht sogar was auswechseln könntet. Aber ich mag den Schalldämpfer, um das geht's mal. Ich mag den Schalldämpfer. Und das. Oh, hätte man fast doch gehabt, dass ihr das vielleicht sogar noch austauschen könntet. Okay, und Tobi. Magazingröße Nachladegeschwindigkeit. Oh, Alter, perfekt, Alter. Wo süßt mir? Aber kann ich wieder nicht austauschen oder was? Eine geschlechte. Kann ich nicht ausgeben oder irgendwas? Seite dieses Arsch. Besser tut das gar nicht, das Quantel wechseln. Na, ist glaube ich für die dezent besser. Es schaut da wieder aus, ich sag's da. Es schaut dann wieder aus wie der ärgste Dulli. Oh. Johnny's Tanktop. Ja. Pff. Wenn du es brauchst, wenn du es willst, kannst du es gern haben. Passt. Ich würde sagen, next mission. Okay, ich könnte mich jetzt entweder mit ihr treffen. Ich könnte das machen. Machen wir mal. Achso, müsst ihr wieder so durchfahren oder was? Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für den letzten Kampf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir könnten's. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Das muss ich jetzt aber auch wieder sagen. Wir sind mittlerweile sehr, sehr weit gekommen. Also es könnte möglich sein, dass wir vielleicht den Kampf schaffen könnten. Aber dadurch, dass sich auch viel geändert hat bei meinen Fähigkeiten, alles drum und dran, ist es eher mehr so ein Hin und Her. Ich würde halt einfach wieder sagen, probieren wir es. Na, probieren wir es nicht, probieren wir es nicht, probieren wir es nicht. Drauf geschissen, wir probieren es nicht. Wir probieren es nicht. Besser, wir machen noch auf Endlevel und dann tschüss, Baba. Ich würde sagen, wir gehen einfach die nächste Nebenquest an. Let's go. Alles, was wir da so sehen, gehen wir an. Das. Auf Chili Vanille mäßig. Und ich würde sagen, ja, der Tellerman kann nochmal daherkommen. Also mal daherkommen da. Steck ein, Pulli, und tschüss, Papali. Es ist mir ein Vergnügen, heute mit Ihnen zu fahren. Hey, wie läuft's bei dir? Sehr gut, danke. Das ist ein scheiß verfickter Ernst? Der. Ach ja. Der will ja überfahren werden. Das ist das dezente Gefühl. Der bettelt ja richtig. Seine Flügel auszubreiten. Klingt in der Tat außergewöhnlich. Ich werde Sie nicht mit Details langweilen. Niemand mag einen geschwätzigen Fahrer. Wir sprechen uns bald wieder. Dankeschön. Yay. Danke für dein Feedback. Aber gut zu wissen, aber gut zu wissen. Ach du Scheiße. Beginnt, er ist ein blauer Laune gewesen, aber bis zum Gehen immer. So, wir dürfen da eh eine, also wir haben VIP-Pass. Wir haben wirklich VIP-Pass, Muni. Aber schon langsam nicht, dass wir Scheiße bauen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich aber lustig finden würde? Wenn die jetzt eigentlich uns gar nicht durchlassen, weil wir ja eigentlich einer der gesuchtesten sind in Night City. Irgendwie. Würde ich irgendwie feiern, wenn man sagt, zuerst ist es nicht der, was wir da suchen? Ja, dann zahl ich einmal so einen Tausender extra oder einen Hundi oder was auch immer. Auf ganz, ganz deppert. Auf ganz, ganz deppert, dass wir irgendwie da so jetzt ein bisschen drauf zahlen müssen, für das, dass wir vielleicht nicht Bescheid geben. Weißt du, was ich meine? Würde ich auch irgendwie geil finden, wenn man da vielleicht in die Richtung vielleicht gehen könnte. Aber wir müssen da jetzt mal unbedingt noch ganz kurz investieren. Bam, 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 bam. Auf richtig und richtig angelehnt. So. Natürlich, dass das jetzt eine Nebenquest ist. Das ist ja vorbei. Der findet ja überhaupt eine. Was denn? Man kann nie wissen. Ich sehe da plötzlich 120.000 Gegner. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Nicht, dass ich dann plötzlich auch nicht kriege von hinten, oder? Das kann ich nicht gebrauchen. Lass dir was einfallen, Paco. Was sollen hey, wir tun? Du da. Hi! Komm mal her! Hat den blauen Auge, oder was? Der hat mich, der hat einen blauen Auge, der Hund. Schwierig. Geil. Klar mit dir. Komm, wir haben hier ein Problem. Hier, Kippen Wodka. Hansen reißt mir eh die Kochonis.
Also ist eh schon egal. Ich bin Paco, das ist Babs. Wie? Hi. Na gut, wie? Trinken wir auf die Scheiße und hoffen wir, dass wir sie irgendwie runterspülen können. Du hast definitiv recht. Ja, auf die Lösung unserer Probleme. Weh. Trockene Kehle. Ich brauch was. Gib mal was. Ganz schnappal, ganz trockene Kehle. Nein, mogern doppeln draus. Will nicht wieder ärgste Alkoholiker wirken, aber ein bisschen mehr bräuchte ich, Alter. Unsere Freunde von Balkan haben vielleicht ein wenig Jetlag. Also hat jeder Punkt 6. Hör mal, Babs meint, ich bin richtig gefickt, aber naja, es geht immer noch härter, oder? Was denkst du? Das ist überhaupt nicht gefickt, das. Überhaupt nicht. Merkt man überhaupt nichts. Also. Ich hab selbst schon einigen Scheiß durchgemacht, Schum. Hab ich dir nicht gesagt, Babs? Fucking Nova. Das kann ja alles bedeuten. Na und? Er weiß, wovon er redet. Nur das zählt. Dann erzähl ich dir mal alles. Jetzt bin ich gespannt. Sicher muss ich antreten. Hallo? Was soll's? Jetzt erzähl schon. Hui, na sicher muss ich antreten. Muss schmieren. Du weißt ja, die Wände haben Ohren. Verstehst du? Oh, warte. Machen wir das richtig. So mit echten Gefühlen. Hier, nimm Zug Deep Dive. Fühlt sich an, als wärst du live mit dabei. Mal wieder. War ein großer Tag. Dann ist das erste Mal. Mein Ticket in die Verstehst du? Hier, nimm einen tiefen Zug und hör zu. Okay, ja, ich wollte gerade sagen. So, Johnny, was hast du zum Sagen? Ich kenne auch so eine Story. Gleicher Anfang. Aber nicht viel später war mein bester Freund tot. Ach, fuck. Ich überlebe meine Story. Versprochen. Die Geschichte mit dem Briggs oder so, wie der nochmal Kasten hat. Jetzt bin ich gespannt. Nein, du mich nicht verurteilen. Gerade du mich nicht verurteilen. Du hast sowieso jeden Scheißdreck inhaliert bis zum Gehnimmer. Also der braucht nicht reden, der Haberer. Mein erster Tag in Hansen's Army. Ich warte auf den Boss. Total nervös. Plötzlich Niere fehlt. Das wär's. Und du bist angepisst. Ich will das so geil finden, wenn plötzlich Niere alles drum und dran fehlt. Fuck. Du wolltest was loswerden, habe ich gehört. Stimmt das? Aber er schaut gut aus. Er schaut echt gut aus. Aber er schaut jetzt echt nicht schlecht aus, Haberer. Der Scav Deal. Schwör mir, dass der ohne Fehler über die Bühne geht. Schwör's mir. Geil. Erinnert mir eigentlich quasi nur mit Johnny, aber nur halt jetzt das hier. Wir wollen uns ficken. Sei darauf vorbereitet, klar? Natürlich. Komm schon. Ich bin doch kein Amateur. Den Deal mit dem Polizeipräsidenten hast du auch wie ein Amateur verkackt. Jetzt weiß das halbe NCPD über unsere Geschäfte Bescheid. Dann Totenstille. Yuri und Kurt waren zusammen in der Armee. Haben vor Jahren für Militech gearbeitet. Na, Torres, willst du in den Arsch gefickt werden? Und ich stehe da und warte. Hab mich ein bisschen eingekackt. Ich seh's, ich merk's. Puh. Bis dafür, dass ein bisschen stinkig gemacht. Aber na gut, gehen wir mal runter. Muss schon echt sagen, sobald irgendwas mit DLCs, sie geben sich so dermaßen Mühe, aber so dermaßen viel Mühe. Man merkt es so extrem. Man merkt es so extrem, dass sie immer wieder was gut machen wollen mit dem DLC. Dass sie sagen, Fans,
Wir sind noch immer das Entwicklerteam wie früher. Wir haben Scheiße gebaut. Wir haben daraus gelernt. Wir bauen vielleicht wieder Scheiße. Aber trotzdem, dass man sagt, Herst, das ist DLC. Leute, Fans, danke, Kuss und Liebe. Merkt man schon. Also sobald man irgendwie so DLC-technisch das muss ganz ehrlich gestehen, aktuell, ich habe noch nicht viel erlebt, auch noch nicht von der Story her, von der Hauptstory. Es gab schon mal den einen oder anderen richtig geilen Banger von der Hauptgeschichte. Muss aber dennoch fast sagen, dezent, dass man das DLC fast dabei ab und zu mehr gefreut, als wie das hat. Was passiert jetzt, Boss? Dabei. Mal schauen, wie es am Ende des Tages dann wieder ausschaut. Aber mir gefällt es definitiv ein bisschen besser. Irgendwie das DLC, weil du merkst richtig, sie geben sich so dermaßen 100% Mühe mit jeder Detailliebheit, mit Kleinigkeiten und alles drum und dran. Und ich finde, das muss man echt wertschätzen. Am DLC. Und man merkt, dass da ein Budget dahinter steckt. Auch teilweise, ich glaube, die haben allein schon nur für das DLC, glaube ich, 120 Mille ausgegeben. Also dementsprechend ist schon viel. Schlag zu, los. Was? Zeig mir, was du drauf hast. Schlag zu. Komm schon, blaues Auge. Haha, ja, oh, ey, da, oh, die haben sie nicht einmal wie an der Burli. Da, oh, komm her, da. Was? Ja, sehr gut. Der kriegt so der was sein aufs Maul, Junge. Der kriegt so der was sein aufs Maul, so geil. So was bist du zu gebrauchen, ha? Ich bin schnell. Alter, er kriegt so der was sein aufs Maul, pur. Aber wenigstens, dass wir auch die Kämpfe auch wieder dabei haben. Finde ich gut. Finde ich wichtig. Finde ich sehr, sehr wichtig. Aber er ist viel zu einfach. Muss nur ein bisschen aufpassen, ein bisschen abwehren und Schuss verpacken. Echt für eine auf die Fresse, muss ich sagen. Der Welpe taugt was. Ich würde ihn lieber nochmal ran. Oh, das werden wir. Na komm schon, Bulli. Runde 2. Man kennt es ja. Das hat er nicht gesagt. Übernimmst den nächsten Konvoi. Kannst dich beweisen. Und ich fühlte mich wie neugeboren Schuhe. Verstehst du? Blut überall in meinem Gesicht, aber ich war sauglücklich. Ich fühle mich neugeboren, kannst, wenn ich einen in die Fresse kriege? Alles klar. Was ist Story? Da juckt mir doch glatt selbst die Faust. Gib mir eine Woche. Mir tut noch alles weh. Warte erst mal, wie. Das ist noch nicht das Ende. Der Auftrag kommt erst noch. Also pass auf. War ein normaler Job. Du weißt schon. Lieferung schützen oder Ware transportieren. Ich habe unseren Konvoi gesichert. Hört sich nach einem Ende der Story an. Und zwar nach keinem guten. Der endet bestimmt an einem Strick. So sieht's aus. Der Transport verfließt Gäste. Digi, Kuss also und Liebe, danke, dass du wieder mal vorbeigeschaut hast. Babs beschwert sich gern. Aber die Gelegenheit war einfach zu. Ich hoffe, du bist ab Freitag dabei. Das neue Naruto-Game ist am Start. Oh, ich bin schon so der Wasser, Feuer und Flamme. Ja, nehmen wir mal wieder den Deep Dive, damit wir gleich mal wieder 1-1 alles erlebt haben. Ja, Brudi, nicht, dass du noch über Deosis hast oder sonst was. Naruto, das neue Naruto-Game ist am Freitag. Oh, bin schon so gespannt. Wir fahren also, ja? Der Boss sitzt neben mir. Hehe, Boss. Plötzlich quietschen Reifen. Und ich denke, mierda, esto se sale de Depp, Mann. Der hat 500 Leben. Bist du deppert, Respekt. Oder was ist das bitte für ein Wurf, Alter, Haberer? Er hat es alles kommen sehen. Darum war er dabei. Haberer, was ist das bitte für ein Wurf, Alter, Lutschmeiner her? Ah, sehr schön. Würde mich freuen. Würde mich definitiv freuen. Neues Game, neues Glück. Bin gespannt. Vielleicht kann ich dich auch
vielleicht für dieses ein oder andere Spiel natürlich mal in dem Fall wieder vielleicht auch begeistern. Man kann ja nicht wissen. Vielleicht bist du ja oder vielleicht bist du sogar ein Naruto-Fan. Das wäre es ja vielleicht eigentlich im Prinzip. Dann magst du vielleicht ja nicht die Spielerei oder irgendwas. Das kann alles gut möglich sein. Eigentlich ist es im Prinzip auch nur eine Wiederholung von den alten vier Teile, aber nur in verbesserter Neues drum und dran. Los geht's, Alter. Alter. Zeigen wir den Wichsern, wer hier das sagt. Hier? Oh, wie nett. Hat er irgendwelche Spezialfähigkeiten wenigstens zumindest? Wow. Okay. Er bleibt bei der Waffe. Alles klar. Musst du nicht irgendwas anderes auch noch dabei oder irgendwas? Das wär's. Irgendwas? Na, nur das Messer, gell? Das taugt mir ehrlich gesagt nicht. Das Messer macht ja überhaupt keinen Schaden. Bam. Ist nicht die Waffe von Johnny, weißt? Man merkt's, das ist nicht die Waffe von Johnny. Unzufrieden, richtig unzufrieden. Nicht die Waffe von Johnny, ich kann Chess. Der Boss wurde getroffen und ich dachte, jetzt verrecken wir in der Hölle. Ja. Das hatten wir. Aber es ist ein Unterschied, ob du dich halt natürlich auch so quasi mit dem Franchise beschäftigst. Oder ob du quasi nur die Spielereihe magst oder etc. Oder ob du dir vielleicht, also das wäre jetzt mir, Opala, ob du vielleicht die sogar den nächsten Teil kaufen würdest. Weil im Endeffekt ist es jetzt kein Must-Have-Titel, wenn man sagt, okay, passt, ich habe sowieso schon alle Teile. Müsste ich ganz ehrlich gestehen, bräuchtest du den neuesten Teil dann eigentlich nicht. Weil es gibt ja eigentlich quasi nur ein paar Überarbeitungen. Es gibt dann die ein oder andere neue Geschichte, die was halt nicht echter Content ist, sondern Content quasi von den Erfinder, quasi von der Spielerei. Da hat er einfach eine richtig geile Geschichte dazu gedichtet, wo der Naruto der Böse ist, was ich geil finde. Was man aber auch dazu sagen kann, ist, kennt man aber auch auf eine gewisse Art und Weise schon so eine böse, so gut böse Geschichte, wo Naruto auch mal böse war in einem Film und alles drum und dran. Aber ich bin gespannt. Bin echt gespannt. Ich bin schon sehr gehypt. Auch allein schon, wenn man quasi, sie haben ja auch ein bisschen was überarbeitet und alles drum und dran im Spiel das auch selbst. Dass es sich nicht wie vier verschiedene Teile anfühlt, sondern alles in einem Guss. Und ich bin einfach gespannt. Ich bin einfach gehypt auf Freitag. Nicht schlecht. Du lebst noch. Gute Arbeit. Aus dir machen wir schon noch einen waschechten Soldaten. Muss dich nur unverzichtbar machen. Mehr Boruto-Charaktere, ja. Alles klar. Auf alle Fälle. Wir gehen auf der Stelle wieder zurück ins Sapphire. Und du? Es kommen aber noch so zwei von Naruto Shippuden oder drei noch dazu und es kommt auch wieder so ein Pass und alles drum und dran, wo du wieder so weitere Side-Character bzw. alternative Skins und alles drum und dran haben könntest von den ein oder anderen Charakter. Aber ja, es kommen mehr Boruto-Charaktere, wie zum Beispiel Shin und alles drum und dran. Also falls du die ganze Boruto-Line kennst von der Geschichte und alles drum und dran. Ich bin ja aktuell bei Two Vortex. Ich warte schon auf das nächste Kapitel. Was? Nächste Woche? Ja, nächste Woche Montag kommt schon das vierte Kapitel. Two Vortex, saugeil. Also, ich muss schon sagen, Boruto war schon immer so, finde ich, so ein Manga, der was gut war, der interessant war und alles drum und dran. War immer schon gespannt, okay, was wollen die für eine Geschichte erzählen, wie geht's zukünftig weiter, dies, das, jenes. Wo ich mir auch relativ gut vorstellen kann, dass am Ende des Tages kein Chakra mehr vielleicht stattfinden könnte. Oder dass es wirklich schon so Richtung Mond, Alien-mäßig und alles drum und dran ein bisschen zu extrem vielleicht gehen könnte, könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Dass vielleicht dann auch noch so, ja, es gab zum Beispiel so eine Zwischenfolge, wo auch Zeitreise dabei war, wo ich mir trotzdem gut vorstellen kann, dass man vielleicht auch wirklich in die Richtung gehen könnte mit Zeitreise etc. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin gespannt, sowieso auf Kapitel 4. Das wird geil, das wird extrem geil. Erde an wie? Was hast du dann mit den Dingern gemacht?
Also ich kann extrem sehr empfehlen den Manga. Gerade jetzt aktuell. Aber leider jedes Mal einen ganzen Monat warten ist so zart. Sag Adios zu denen. Die werden ihn umbringen, oder? Und mich gleich mit. Fuck. Ich kann doch sehen, dass du nachdenkst. Hilfst du uns, Bruder? Na? Aber nicht umsonst. Ja, ja, wir haben Eddies, Chum. Ich hoffe, ich bin nicht billig. Okay, wir schieben Yuri die Arschkarte zu. Er steht eh schon auf Kurts Abschussliste. Gut. Aber können wir das vielleicht woanders besprechen? Am besten hier in der Nähe, im Untergrund. Wie wär's morgen Abend? Gut. Ich schick dir meine Kontaktdaten. Du weißt schon. Nur für den Fall. Perfekt. Hätte ich mir jetzt aber echt nicht gedacht gehabt, so einfach so eine random Nebenquest-Reihe, die was uns dann quasi zu etwas Großen und Ganzen fühlt. Finde ich geil. Finde ich extrem geil. Ja, dann treffen wir sie halt wieder. Kann ich da mich irgendwo so hinsetzen oder irgendwas? Ja, wir müssen hier oben. Perfekt. Dann lernen wir auch wenigstens so das ganze Fleckerl auch wenigstens ein bisschen besser kennen. Das finde ich gut. Zum Glück haben wir nichts Besseres zu tun, als Zeit mit diesem Teenie-Gang-Drama zu vergeuden. Ja, das hast du gut erkannt. Jetzt haben wir eigentlich definitiv überhaupt keinen Stress oder irgendwas. Klappe, Johnny. Ich will das durchziehen. Aha. Na, also mit dem Relic und alles drum und dran, das kann eh noch warten, oder? Die sind eh vor kurzem erst nicht gestorben oder irgendwas. Clever, was? Das wirst du aber bereuen. Niemand legt sich mit Yuri an. Das ist jetzt ein scheiß Ernst. Ja, anscheinend legen wir sich mit Yuri an. Waffenglitch. 19 Stück können wir jetzt machen. Was ist das andere? Speicherlöschung. Ja, saugeil. Speicherlöschung. Erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an Cyberpsycho, aber passt. Was erledigt ist, ist erledigt. Das ist aber schnell eskaliert. Durchsuch die Taschen. Vielleicht wissen wir dann, wo die Kids sind. Ah, hau mal hier. Passt. Was? Ich komm schon, Johnny. Vermutlich irgendwo als Warnung. Scheiße. Diese Drecksfotzen. Was für ein Chaos. Wenn der Chum trotz allem noch lebt. Haben wir noch eine Chance. Wir müssen jetzt erstmal auch schauen. Wir brauchen Munition. Wir brauchen unbedingt Munition. Beziehungsweise was hier denn da? Was sind da noch so als Hersteller? Gute Frage. Was kann ich denn das alles noch machen? Ja, irgendwas, was ich halt noch nicht habe, weißt du, was ich meine? Ich werde mich jetzt einfach noch ganz kurz ein bisschen austoben. Perfekt. Dann gehen wir mal kurz ins Inventar um. Irgendwas davon haben wir. Noch nicht. Perfekt. Ja, das ist gut, dass wir sich das gegönnt haben. Das ist wichtig. Das war wichtig. Das war definitiv wichtig, dass wir sich das gegönnt haben. Passt sonst. Ist gar nichts wichtig. Also ja, voll, die Munition wollte ich mir ja holen. Ja, herstellen jedenfalls ein bisschen wenigstens irgendwas. Weil sonst komme ich da nicht weit. Wenn ich da keine Munition oder sonst was habe, oder gerade für unsere Maschinenpistole, bin ich komplett in Arsch daheim. Aber komplett. Bist du deppert. Da haben wir eh mehr als genug, da haben wir auch mehr als genug. Ich sollte das aber jetzt trotzdem endlich mal durchziehen mit meinem Scharfschützengewehr. Ja, sollte ich jetzt tendenziell endlich dann mal machen. Will aber noch ganz kurz auf was ganz Bestimmtes hin. Okay, bis 60. Dauert noch definitiv lang. Aber, okay, passt. Solo? Geschlecht, ich da kriege ich vor. Das hätte ich gern früher gewusst. Alles klar. Schaut gut aus. Schaut definitiv gut aus. Hauptsache, Munition mehr als genug. Das ist das Wichtigste.
Finde ich jetzt persönlich. Wir können eh noch so hoch. Habe ich das weggemacht? Nein. Ich kann eh wieder halbert. Wie der Hulk hupfen. Das ist wichtig. Das will ich mir auch aufheben. Moin, servus, grüß dich, alles klar, Spilett, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Oh, schon wieder Englisch. Bitte kein Englisch. Nur Englisch. Nur Englisch. Bitte nur kein Englisch. Bitte danke. So. Ich würde mal sagen. Okay. Hi. Muss ich mit dir reden? Ja. Ist nicht zufällig da. Mehr Haverer, gell? Nein, leider nicht. Leider ist es nicht mehr Haverer. Leider nicht. Aber na gut. Passt. Sag mal her. Oder muss ich sogar. Na, irgendwas. Irgendwas haben wir. Das? Verdammt nochmal. Oh. Danke, gut. Wie geht's dir? Die könnte da genauso hängen, wenn Hansen sie verdächtigen würde. Ja, vielleicht. Schade. Echt schade, mehr. Ah, okay, passt. Dann tun wir mal eine Nachricht schicken. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, wie es gelaufen ist. Ja, das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Ah, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hauptsache Deutsch. Das ist wichtig für den Stream. Das ist wichtig. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Ja! Ja, na gut, ja. Er hat gewusst, auf was er sich einlässt. Muss man schon sagen. Ja. Bei mir ist jetzt gerade aktuell sehr, sehr viel Cyberpunk 2077. Auch Grund wegen DLC etc. Muss aber auch sagen, viel Yakuza habe ich in der letzten Zeit gespielt, Like a Dragon. Das hat mir relativ auch sehr gut gefallen. Und in Zukunft wird dann ab Freitag relativ viel auch Naruto Shippuden kommen. Also die ganze Storm-Reihe und alles drum und dran. Sonst eigentlich im Prinzip eher so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, von Alan Wake bis hin zu Remnant 2 und alles drum und dran. Lies and P, Lords of the Fallen, extrem viel. Na, leider nicht. So Valorant oder Apex Legends, leider nicht. Bin ich nicht so wirklich ein Fan davon. Zuschauen, definitiv, ist cool, aber ich mag die Spiele eher weniger. Das ist eher sowas zum Zuschauen für mich. Na schau. Haben wir die auch wenigstens erledigt. Aber schade um das Ende mit dem Typen. Echt schade. Hätte ich dezent gerne ein bisschen gefeiert. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal